Das ist ein Mehrteiler. Teil 1 habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, das Gute ist aber, wir können die alten Schubladen jeweils teilweise wiederverwenden. Zumindest mal im Boden. Und ich sehe gerade, das ist eine Schublade. Das ist noch von einem Schubladenschrank. Den habe ich gemacht, bevor ich YouTube gemacht habe. Und da zeige ich euch mal was. Seht ihr das hier? Das hier sind so Pocket Holes. Die habe ich mit dem Wolfcraft Pocket Hole Chick gemacht und ich kann jedem wirklich abraten davon, wenn ihr mit OSB arbeitet. Also ich sag's mal so, wenn ihr nicht gerade für einen Wohnraum aus einem hochwertigen Holz eine Schublade macht, würde ich euch absolut abraten von Pocket Holes. Denn ganz ehrlich, in der Zeit, in der du diese Pocket Holes bohrst, habe ich die Schublade fertig. Das ist im Endeffekt reine Zeitverschwendung, wenn ihr das macht. Und das ist, für mich ist Pocket Holes bei Schubladen völliger Blödsinn. Es mag Einsatzzwecke geben, da wie bei der Bandsäge, da kann ich sagen, okay gut, da ist ein Pocket Hole jetzt nichts Schlechtes. Aber generell kann ich euch fast abraten von Pocket Holes. Weil einfach, es ist super zeitaufwendig. Und gerade, ich habe so viele Leute schon gesehen, ich bin auch viel in den sozialen Medien unterwegs, die ihre Schubladen wirklich mit Pocket Holes bauen. Ich denke mir, meine Güte, du verschwendest so viel Zeit und es schaut auch noch hässlich aus. Weil wenn du mit so einem Pocket Hole Chick in OSB reinbohrst, das franzt dir komplett aus. Ich zerlege die Schublade jetzt, dann zeige ich euch das mal. Das schaut auch noch super hässlich aus. Also ich rate euch wirklich ab, wenn ihr Schubladen aus OSB baut, dass ihr da anfangt mit Pocket Holes. Also hier haben wir jetzt so ein Pocketloch, das ist sogar noch sehr gut geworden, weil da war der Bohrer noch neu von diesem Pocket Hole Chick. Das ist der Bohrer, also ich würde jetzt auch einfach mal so grob tippen, dass das auch nicht der allerhochwertigste Bohrer ist. Und wenn ich da heute in OSB reinbohre, wie gesagt, ich habe den damals nur für diesen Schubladenschrank verwendet und dann nicht mehr. Und in OSB, gut, vielleicht franzt OSB auch mehr aus, das kann natürlich auch sein, aber in OSB würde ich euch wirklich abraten, Pocket Holes zu nehmen, was einfach scheiße aussieht. Um es mal dezent zu sagen. So, ich rückbaue die Schublade. Und ich finde es auch ehrlich gesagt echt Schraubenverschwendung. Denn sind wir mal ehrlich, Leim kostet weniger als Schrauben. Hätte ich die Schublade nur mit Leim gemacht, hätte ich mir auch noch Schrauben gespart. Also, ich sehe ehrlich gesagt überhaupt keinen Grund für so einen Pocket Hole Chick, außer jetzt so Spezialfälle, aber für generelle Sachen nehmt Leim, Leute, nehmt Leim. Seid ihr schneller und ist günstiger. So, zerstören. Lass uns wieder neu aufbauen können. Ja, unten sind sie nicht geschraubt. So, die Grundplatte brauchen wir. Für oben habe ich mir schon ein neues OSB gekauft. Gut. Nachdem wir alle Böden gerettet haben, weil das ja die meiste Fläche ist, ich muss ja nicht neue OSB-Platten kaufen, wenn ich sie verwenden kann, kommen wir jetzt mal zum Ausmessen der Schubladen, zeige ich euch. Ich kann euch natürlich immer nur berichten, wie ich es mache, also ich habe jetzt diese Auszüge montiert, meine guten Hettich Quattro V6, ich frage mich jetzt immer noch, ob man Auszüge V6 nennt, aber das ist eine andere Geschichte, jetzt messe ich nur hier die Breite, 92,3 machen wir, jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Und sollte die Schublade breiter sein, ist es auch nicht arg schlimm, es läuft trotzdem noch. Und das ist halt der große Vorteil von diesen Auszügen gegenüber Kugelauszügen. Also, machen wir die Schubladen.
wir sie mal zusammen. Ein weiteres Mal habe ich gemerkt, dass eine Striebig keine Endzuschnittsäge ist. Woran habe ich das gemerkt? Na, ihr habt vielleicht gesehen, dass ich diese Teile zugeschnitten habe. Ich habe da ja von so einer Platte immer Streifen abgeschnitten. Hat einfach nicht gepasst. Das liegt auch nicht daran, dass die Säge ungenau eingestellt ist. So eine Säge ist dafür einfach nicht gemacht. Jetzt habe ich sie alle nochmal mit der Tischkreissäge geschnitten, jetzt passt's. Also alle daheim, ja, ihr verpasst nichts, wenn ihr keine Striebig habt, sage ich euch ganz ehrlich, weil viele neiden mir das, ja. Ihr braucht mir da nichts neiden. Das ist im Endeffekt eine Grobzuschnittsache, den Feinzuschnitt. Da habe ich die gleichen Probleme wie ihr, ja. Also das ist nichts, was man mir neiden muss. Ich kann damit bloß meine großen Platten kleiner machen. Endzuschnitt, trotzdem noch Tischkreissäge. Für mich natürlich die Überlegung, mir doch nochmal eine große Tischkreissäge zu kaufen. Ja, du möchtest ja besser werden, oder? Du möchtest ja besser werden, du kaufst dir besseres Werkzeug, du kaufst dir neuere Maschinen oder andere Maschinen. Vielleicht hole ich mir doch mal eine Tischkreissäge. Man möchte besser werden. So, dann machen wir mal die Schubladen. Ihr habt ja schon recht viel Übung, habt die schon ein paar Mal gemacht. Ich würde euch auf jeden Fall raten, wenn ihr Schubladen macht, dann macht es so. Schneidet euch gleich alle Teile zu und macht nicht jede einzeln. Ihr seid wirklich schneller. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, ich habe schon die ein oder andere Schublade gemacht. Das kann sehr, sehr zeitaufwendig sein, wenn man es nicht richtig macht. Also nicht richtig im Sinne von vom Ablauf her. So, also bei den Hettichauszügen ist halt richtig, richtig cool, dass hier unten... Hier lasse ich immer 15 mm Luft, dann ist der Auszug nämlich verdeckt. Das heißt, das lege ich da an. Dann schraube ich die Seitenplatte stumpf drauf. So, natürlich könnte ich jetzt hier Pocket Holes nehmen. Nee, bei dem geht es gar nicht, weil ich muss es an eine T-Verbindung machen. Geht gar nicht. Aber bei dem könnt ihr da Pocket Holes nehmen. Aber ihr werdet sehen, ich brauche, da würde ich 3 Stunden mehr brauchen mit Pocket Holes. Das heißt, so ist für mich die schnellste Alternative. Das heißt, ich zeichne mir das jetzt noch an. Ich brauche eine Mittellinie, dass ich die untere Platte auch mittig treffe. Zack, 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 Schublade zusammen. So, wieder mal mein Linealanschlag. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wer so einen noch nicht hat, ja, ein Klotz Holz und ich verspreche euch, das Ding wollt ihr nicht mehr weghaben. Jetzt habe ich mir angezeigt, ich zeige es euch. Ich habe mir jetzt die Linie angezeichnet, die ich auf dem Holz hoch muss, damit ich die Mitte der Platte treffe. Und die zeichne ich jetzt hier überall an. Ruppi, der alte Zeichner. Wo ist jetzt der Stift? Stift brauche ich auch noch, sonst geht nichts. So, was ich euch auch noch raten kann, schaut immer, OSB hat immer eine glänzige Seite und eine unglänzige. Die glänzige nehme ich immer für die schöne, also ist das innen. Also zeichne ich hier jetzt meine Linie an. Hackgott. Linie soll das werden, Kollege. So, eine Sache, die ich für mich auch herausgefunden habe, ist, ich nehme mittlerweile keine Bohrsenker mehr, sondern ich nehme mittlerweile einfach nur noch einen Senker und senke direkt, ohne zu bohren, ins Holz. Geht wunderbar. So, noch ein bisschen Leim drauf. 4x40, nein, gut ist. So schnell baut man Schublade. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Leim da irgendwie hinkriege. So. Hält. Man muss natürlich dazu sagen, Leute, erwartet nicht zu viel, wenn ihr in die Stirnseite von OSB reinschraubt. Die Schraube zieht nicht wirklich. Was meine ich mit zieht? Naja, wenn ich jetzt hier noch Vollgas gebe, dann zieht es die Schraube garantiert, oder ich habe es probiert schon, zieht es die nicht ins Holz rein. Das heißt, es ist eigentlich nur dafür da, dass der Leim hält. Also auf jeden Fall noch Leim aufbringen, sonst habt ihr da keine wirklich stabile Verbindung. Und das wollte man mit Pocketholz machen, im Leben nicht. Von dem her gesehen, scheiß auf Pocketholz. So. Oh Mann, das passt schon wieder nicht. Hey, das geht mir so auf die... Hey, das geht mir... Das geht mir wirklich richtig auf die... Das ist nur 1 Millimeter. Das hier ist 1 Millimeter zu kurz und das hier ist 1 Millimeter zu lang. Also schneidet alles mit der gleichen Einstellung. Himmel, Arsch nochmal, das geht mir so auf den Sack, ey. Ach, und da passt es jetzt, oder wie? Das ist ja... Himmel, Arsch, echt, das ist
so kacke, du, echt. Mann. Arme Truppe, weißt du? Der arme Truppe. Der hat nicht Nerven wie Drahtseile. Nee, der hat Nerven wie Spinnenseile. Ja? Nicht, nämlich nichts. So, also, dann zeige ich euch mal, wie wir das hinten mit dem Haken machen. Was ist jetzt los? Mir Arsch, ich hab die Dicke von dem Boden mitberechnet. Oh Mann, ich geh echt gleich heim. Das geht mir schon wieder so auf die. Ihr wisst schon wo. Oh, heute läuft auch schon wieder nichts. Doch, es läuft. Aber ein Bach runter. So, Versuch Nummer 2. Wenn es jetzt geht, dann kriege ich aber einen Wutanfall. Aber. Na ja, klar, dass es geht, wenn es der Truppe macht. So, und seht ihr, und genau deswegen ist es relativ unkritisch. Wir haben hier auf jeden Fall noch Luft. Wir könnten das theoretisch auch breiter machen. Allerdings würde diese Schublade dann wackeln. Aber es ist nicht so kritisch wie bei einem Kugelauszug, weil da muss dieser Spalt wirklich ganz, 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 ganz genau passen. Deswegen bin ich wirklich ein Fan von den Auszügen, weil die Schublade, die steht jetzt schon mal drauf. Also ich habe jetzt noch gar nichts festgeschraubt. Also ich muss echt sagen, ich liebe diese Auszüge. Ich habe mir erst Kugelauszüge bestellt gehabt für diese Schubladen, aber ich habe dann nochmal angerufen und gesagt, pass mal auf, schick mir bitte doch einfach diese Quattro wieder, weil die Kugelauszüge, ihr seht ja, so genau kann ich nicht arbeiten, das haut bei mir irgendwie nicht hin. Deswegen für mich sind diese Auszüge wirklich hervorragend. Gut, ich werde jetzt auf jeden Fall mal die weiteren Schubladen machen und dann geht's wirklich dem Finale entgegen. So, einen Tag später sind die Schubladen auch fertig. Für die Leute, die es interessiert, wie ich das gemacht habe, ich verlinke euch rechts im Eck ein Video. Da erkläre ich ganz genau, wie man diese Schubladenkästen baut. Ich will es bloß nicht einfach immer ins Unendliche ziehen. Ja, ich möchte nicht dauernd Schubladen, mich langweilt es ja selber. So, das Coole ist jetzt, hier ist ja meine Frässtation und hier hinten kann ich dann Teile für die Fräse noch reinpacken, meine Sägeblätter und auf jeden Fall, ich möchte auch noch ein bisschen Holz, weil ich habe ja, ich zeige es euch mal. Ich habe auch hier so kleine Holzabschnitte, ja sowas schmeiße ich nicht weg, zumindest aktuell noch nicht, sowas hebe ich auf. Und ihr wisst ja Leute, ich predige es ja immer, macht euch Schubladen, keine Kästchen. Warum? Ganz einfach. Bei einer Schublade habt ihr, wenn ihr sie aufmacht, sofort einen Überblick, was drin ist. Bei Kästchen, Schränkchen, ja, könnt ihr Dinge da vorstellen, da findet ihr es nie wieder. Deswegen, das wird so eine Schublade, wo so ein bisschen Holz vielleicht reinkommt. Gerade so meine Echthölzer, die kleinen Stücke, wo nicht da drüben, die kommen da vielleicht rein. Aber das ist jetzt zumindest auch mal fertig. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob die Dinger schon trocken sind. Nach 5 Tagen müssten sie es sein. Und werden die Dinger jetzt fertig zusammenschrauben. Und dann können wir sie einsetzen, dann können wir im Endeffekt die ganze Station fertig machen. So, zeige ich euch auch, wozu diese zwei kleinen Nasen hier vorne sind. Dazu müssen wir jetzt aber erst einmal hinten zwei Dübel einschlagen. Das ist nämlich der Anschlag für den Koffer, weil, ich zeige es euch nachher. So. So, denn jetzt ist es so, ich stelle diesen Koffer rein. Der stößt hinten an die Dübel an und vorne hakt er relativ genau ein. Das heißt, der Koffer hat relativ wenig Spiel und ich kann den Koffer an dem Griff, kann ich das ganze Teil rausziehen an den Auszügen, weil ich möchte im Normalfall den Koffer drin lassen. Das heißt, ich hole mir was raus, mache es wieder zu. Kann aber auch sein, ich möchte den Koffer mitnehmen. Dann hebe ich den nur einen Zentimeter an und kann den ganzen Koffer rausziehen. Und so wollte ich es. Dass das Ganze auf jeden Fall flexibel ist. Jetzt montieren wir erstmal die seitlichen Auszüge noch dran oder die Blechteile. Yes, I'm sitting right.